Wenn ihr wollt, nehme ich es mit Vergnügen mit euch auf, ihr kleinen Jungs. Verstanden? Egal wann, wo oder wie oft. Aber wenn ich das schon machen soll, dann bietet mir gefälligst etwas Prächtiges und nicht so etwas lächerlich Mickriges. Elende Mistkröte. Warum? Warum erledigt sie ihn nicht? Blöde Ballonmacher. Selbst schuld, er hätte nur das Geld rausrücken müssen. Was soll's, sowas passiert nun mal, wenn man es wagt, sich mit Ganzo Tenma anzulegen. Was guckst du mich so an? Wenn du die Hand gegen mich erhebst, werde ich dich nicht verschonen. Auch wenn du noch ein kleines Kind bist. Wer bist du denn? Ich bin Toka Korinna. Merk dir das, wenn das in deinen dämlichen Schädel reingeht. Du hast geweint, nicht wahr? Hast du deine Familie verloren? Wir sind auch ganz auf uns gestellt, wir alle. Ihr alle? Keine von uns hat noch Angehörige. Was meinst du, sollen wir nicht ein Haus bauen, wo wir alle miteinander leben können? Toka! 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 Aber Mikan... Dieser elende Mistkerl. Der hat ja ganz schön was aufgefahren, das muss man ihm lassen. Alles in Ordnung? Ist dir auch nichts passiert? Nein, keine Sorge. Aber erst dieses Donnern und dann das Scheppern. Ich weiß ja nicht, wo die die herhaben, aber das war eindeutig eine Kanone. Stimmt, und bei dem Zeitabstand zwischen Abschussknall und Detonation müssen die Kugel aus ziemlicher Entfernung abgefeuert haben. Keine schlechte Leistung, sowas ist in den Bergen gar nicht so einfach. Die Kanone steht wahrscheinlich irgendwo dort hinten. Mikan, wo willst du hin? Wie dumm von ihr. Das bringt doch gar nicht so ganz allein. Bleib hier, Mikan! Toka, was ist? Verdammte Krankheit. Ausgerechnet jetzt. Kann ich dir irgendwie helfen? Schon gut. Ich bin das gewöhnt. Du solltest dich lieber um Mikan kümmern. Das Mädchen ist wild entschlossen, den Tod ihrer Eltern zu rächen. Ja, ich weiß. Ich will nicht, dass sie etwas Unüberlegtes tut. Das verstehst du doch, oder, Roshuna? Oh ja. Roshuna, ich danke dir. Ganzo! Mikan, warte! Warte doch bitte! Bringt euch hinter dem Haus in Sicherheit! Ich weiß nicht, was los ist, aber ich lasse nicht zu, dass der Ort, wo wir so freundlich aufgenommen wurden, zerstört wird. Dieses lächerliche Geschoss! Schlag ich in Stücke! Dieser Yajiro Kojima ist ja ein Teufelskerl. Er trägt den Spitznamen Nahu-Tiger zurecht. Nanu, was ist denn da passiert? Ganzo! Ah? Wer ist das denn? Du kannst was erleben! Na, warte! Ich, Mikan Kurenai, werde dich jetzt erledigen! Mikan Kurenai heißt du also. Und wo kommst du her? Das ist doch das Girl vom Tokaro.
Los, schnappt sie euch. Mit ihr als Köder angeln wir uns Toka. Da haben wir ja einen Feinfang gemacht. Was? Was ist denn das? Ein Luftballon. Das ist eine Ballonpuppe. Ballonpuppe? Oh, jetzt fällt's mir wieder ein. Sie ist die Tochter vom Ballonhändler. Wo ist sie hin? Gänse! Adler! Schuss! Du wagst es, du Rutzke! Hey, Roshuna! Lass das Theater, du kleines Miststück! Wollt ihr nicht damit aufhören, so grob zu sein? Was? Ist das eine Komplizin von der kleinen Kröte? Ist ein klasse Weib, die gibt's zuhauf in Tokaro. Warte, das ist die von heute Morgen. Bitte? Die war das heute Morgen? Los, legt sie um! Herrje, das läuft wohl doch wieder auf sowas hinaus. Ballert, was das Zeug hält! Ja! Yeah. Können wir das nicht doch lieber sein lassen? Du blöde Gans! Was soll das? Ich krieg mir! Ja. Na, wer sagt's denn? Diese waghalsige Kleine ist also Roshuna Tendo. Dass sich die steckbrieflich Gesuchte hier in dieser Einöde aufhält, hätte ich nicht gedacht. Die ist doch die perfekte Beute. Ich schnapp sie mir und dann stelle ich meine neue Technologie in Tendo vor. Es hat sich echt gelohnt, mich mit diesen Affen zusammenzutun. Sie kämpft ganz allein. Verrückt. Sie hat niemanden getötet. Sie trifft absichtlich keine empfindlichen Stellen. Warum nur? Warum erledigt sie die nicht? Ja. Na, was ist jetzt mit dir? Willst du weiterkämpfen oder bist du schlau und gibst auf? Wenn du versprichst, dich gut zu benehmen, nehmen wir dich ins Tokaro mit und bewirten dich. Ich gebe nicht auf und lasse mich auch nicht bewirten. Dann mal los, Sensei! Meisterhaft, wie du dem Angriff von unserem Meisterwerk ausgewichen bist. Darf ich vorstellen, das ist der Kibanten. Mein werter Name ist Banmaru Soshi. Ich glaube, wir haben zum ersten Mal das Vergnügen. Roshuna! Aber was machst du denn da? Bleib weg von hier. Mikan, hörst du? Du darfst dich nicht rächen, verstehst du? Wieso? Aber warum denn nicht? Toka hätte selbst schon längst Rache nehmen können. Aber sie hat es nicht getan. Ja, aber... Aber was soll ich dann mit diesen ganzen Gefühlen machen? Ich zeig dir was. Na, meine Süße, dann lass uns mal nach Herzenslust herumtollen. Gut, von mir aus kann es losgehen. Wie gefährlich aber auch. Bitte, was rennt die da rum wie eine aufgescheuchte Maus? Piep, piep, piep. Verflucht nochmal, was macht die da? Ich würde für mein Leben gerne dein Gesicht sehen. Dafür müsstest du aber diese sperrige Rüstung ablegen. Was macht sie denn da? Der will sie umbringen und sie redet. Alle Achtung, bisher hast du tatsächlich gegen meinen Kibanten bestanden. Ich muss sagen, das ist wirklich eine Meisterleistung. Danke für das Kompliment. Kenshi lässt höchstpersönlich nach dir fahren. Wenn ich dich besiege, darf ich vielleicht einer der 10 Blitzkämpfer werden. Ach, das ist dein Ziel? Und dich zu besiegen macht mehr Spaß als die Besitzerin eines Dorfbordells. Oh je! Peinlich!
Die Kleine bewegt sich nahezu perfekt, als ob sie nur aus Muskeln besteht, gepaart mit Sprungkraft und außergewöhnlich schnellen Reflexen. Aber dich krieg ich noch, du Miststück! Oh. Sie ist drinnen, verdammt! Einfach verschwunden! Hey, hallo, ich brauche eine kurze Auszeit! Eine Auszeit? Aber sowas geht doch nicht mitten im Gefecht! Aber meine Unterhose ist weg. Sie ist zerrissen. Deine Unterhose? Was erzählst du denn da für einen Mist? Das ist doch alles bloß Taktik. Du willst mich verwirren, stimmt's? Das stimmt nicht, sie ist wirklich weg. Auf deine Lügen falle ich nicht rein. Du weichst schon eine ganze Weile nur noch aus und schießt nicht mehr zurück. Wie kommt das wohl? Dir sind wohl die Patronen ausgegangen. Ein dummer Patzer, was? Ehrlich gesagt, das kommt noch dazu. Da hast du dich versteckt. Oh, so kann ich mich nicht richtig bewegen. Bushuna, ich muss dir helfen. Hey, was soll das? Wow, nicht schlecht. Du hast da ja was Tolles. Lass das, gib mir das sofort zurück. Mach schon, ich muss Bushuna retten. Hier ist es viel zu gefährlich. Geh zurück ins Tokaro. Hat dich Toka geschickt oder was? Gib mir das wieder. Was ist mit Bushuna? Kommt sie klar? Sie kommt überhaupt nicht klar. Sie hat keine Patronen mehr. Sie weicht nur noch aus. Wenn das so weitergeht, ist Bushuna erledigt. Ich kann hier nicht länger tatenlos zusehen. Dann bringe ich doch das hier. Oh, was soll ich nur tun? Bushuna, um! Sie hat Hilfe bekommen. Ich hatte vorhin das Gefühl, dass da irgendwo ein Kind war. Super, Yachan. Vielen Dank. Bedank dich lieber bei Mikan. Da wäre noch eine Kleinigkeit, die ich ganz gerne hätte. Was denn? Meine Unterhose ist zerrissen, ich hab sie verloren. Könntest du mir bitte eine neue bringen? Klar. Unterhose? Lass mich los, ich will zugucken. Ich will sehen, wie Bushuna kämpft. Das geht nicht, hörst du? Du musst zurück ins Tokaro, okay? Bushuna hat Patronen. Ihr passiert schon nichts, aber wir müssen ihr dringend eine Unterhose besorgen. Im Tokaro gibt's doch welche. Ja, wie ist denn das passiert? Was willst du schon ausrichten, auch wenn du jetzt wieder Patronen hast? Friss das! Das war eine perfekt durchgeführte Abfangstrategie. Sie hat die Flugbahn meiner Geschosse im Bruchteil einer Sekunde berechnet und die Geschosse dann mit ein paar präzisen Schüssen abgefangen. Diese Technik ist ausgesprochen schwierig. Nur die 10 Blitzkämpfer beherrschen sie. Egal. Das ist eine reine Abwehrtechnik und sie hat nur einen Revolver. Sie kann noch so gut sein. Mit nur einem Revolver kann sie immer nur 6 Schüsse auf einmal abwehren. Wenn ich es schaffe, die zu kriegen, ist mir eine Stelle unter den 10 Blitzkämpfern sicher. Dann zeig mir doch mal, wie du die Geschosse aus 4 Mündungen gleichzeitig abfangen willst. Jetzt bist du erledigt. Sie hat meinen Kugelhagel mit nur einem einzigen Schuss abgewehrt. Sie hat die Kugel an der Spitze zerschmettert. Deren Splitter haben die nächste Kugel zerstört und so weiter. Bedeutet das etwa, sie hat ihren Schuss so vorausberechnet, dass sie damit all meine Kugeln abfangen konnte? Deine Rüstung! Du warst so freundlich, sie auszuziehen! Wahnsinn! Was ist? Soll ich dir aus dem Rest raushelfen? Oder kommst du allein herausgeklettert? Ich kann dir gerne aus dem Panzer helfen, wenn du das möchtest. Weib, es ist doch nicht vorbei. Wirf die Waffe weg. Bushuna! Na los, worauf wartest du? Wirf die Waffe weg! Nein, du darfst sie nicht wegwerfen! Bushuna!
Los, Sensei! Jetzt könnt ihr das Weibsbild erledigen! Na sowas, da hat sich die Lage auf einmal umgekehrt. Was mache ich mit dieser steckbrieflich gesuchten Person? Lass ich lieber den Kopf übrig oder den Rumpf? Das ist wirklich eine sehr knifflige Frage. Und wehe, du rührst dich, klar? Dann muss die Kleine dran glauben. Hast du mich verstanden? Lauf weg! Hör mal, Mikan. Was glaubst du wohl, warum Toka dir nicht geholfen hat, Rache zu nehmen? Nun sag schon, was meinst du? Was soll das denn jetzt? Wenn man jemanden hasst und ihn aus diesem Hass heraus umbringt, dann taucht nur jemand auf, der einen dafür hasst und es deshalb auf einen abgesehen hat. So nimmt das ganze Kämpfen nie ein Ende. Und der Hass kommt immer nur zu einem selbst zurück. Toka wollte nicht, dass du zu einem Menschen wirst, dessen Leben nur vom Hass geprägt ist. Und sie hat sicher auch im Sinne deiner Eltern gehandelt. Roshuna. Der, an dem man sich rächen will, ist im Grunde zu bedauern. Denn der Hass hat seine Seele zerfressen und ihm die Schönheit genommen. Du dumme Kuh, hör endlich auf zu quatschen! Oder glaubst du etwa, ich kann nicht schießen? In Deckung! Ja. Ah. Ah. Wie töricht! Roshuna! Wie kann man nur so blöd sein? Opfert sich tatsächlich nur, um die Geißel zu retten. Die Kraft der Skibanten hat sie wohl unterschätzt. Wie hartnäckig! Sie ist ausgewichen! Ich muss dir doch aus dem Panzer helfen! Etwa mit dem Revolver? Damit wirst du dem Panzer nicht den geringsten Kratzer zufügen! Zero-Reichweitenstrategie! Full Impact! Ich wollte die Kanonenkugeln explodieren lassen, also habe ich einfach die Kanone zerstört. Oh. Mit einem einzigen Schuss hätte ich das aber nie im Leben geschafft, also habe ich diesmal 6 Schüsse auf einmal abgefeuert. Aber wie auch immer, ich habe ihm endgültig seine Rüstung ausgezogen. Man könnte fast sagen, er ist jetzt nackt. Im Grunde ist er zu bedauern. Bestimmt ist er ein Opfer der Kriegswirren, die ihn immer mehr in Bann gezogen haben. Nicht schießen, bitte! Bitte nicht schießen! Tu das nicht! Bitte, bitte! Von wegen zu bedauern! Vater und Mutter! Meine Eltern sind von dir! Sie sind von dir! Bitte nicht schießen! Mikan! So ein Kerl! Danke, Mikan.
Mikan hat sie die Kampfeslust genommen. Oh, also diesen Anblick habe ich jetzt nicht erwartet. Unter... Weiter, aber diesmal zusammen mit Mikan. Unser Ziel ist Tento, denn ich muss Tenshi unbedingt persönlich nach der Wahrheit fragen. Aber einer der 10 Blitzkämpfer greift uns an. Keiner auf der Welt ist stärker als die 10 Blitzkämpfer und sie beschützen Tenshi. Aber Tenshi, ist das euer Ernst? Die nächste Folge von Grenadier lautet: Auf nach Tento! Willst du mit mir baden?